Alles, was in dieser Mappe ist, gehört zur neuen Kollektion. Ich werde schon zurechtkommen. Und das mit dem Hotel ist ganz einfach. Das ist auf Schleichermoden gebucht. Evelyn, ich finde es hoch anständig von dir. Lass uns nicht mehr darüber reden, okay? Dein Vater wird es dir in den nächsten Tagen nicht leicht machen. Ich aber auch nicht. Er wird jetzt einsehen müssen, dass zwischen uns beiden niemand stehen kann. Robert, du weißt doch auch nicht alles. Ich weiß nicht alles? Wieso? Ist was mit deinem Mann? Nein. Aber ich will dir nicht schon wieder die Laune verderben. Evelyn, ich habe genauso viel Verständnis für dich, wie du für mich. Also, was ist? Mein Vater hat meinen besten Hut in den Versand gegeben. Nein. Nachdem wir uns nach langer Diskussion endlich geeinigt hatten, dass ich keine Massenproduktion will. So geht er mit Designerstücken um? Mein Vater hat offensichtlich keine Ahnung, was Design heißt. Mein Ruf in der Branche ist ihm auch völlig egal. Evelyn, warte mal. Weißt du, wir sollten uns vielleicht von deinem Vater trennen. Und was Eigenes aufbauen. Wir? Ja, wir zwei, wir sind doch ein erstklassiges Team. Und ich bin der Einzige, auf den du dich immer verlassen kannst. Immer. Ich ruf gleich einen Arzt, ja? Lass mich mal ganz in Ruhe, bitte, ja? Wir müssen noch irgendwas unternehmen. Du willst doch nicht sagen, dass du dich plötzlich fürs Kind interessierst. Hör doch auf. Das Beste ist, ich bring dich auf mein Zimmer und du legst dich ein bisschen flach. Nein. Doch, komm. Komm. Nein. Doch, wenn du dich weigerst, bring ich dich direkt ins Krankenhaus. Oh, verdammt. Vorsichtig. Oh. Verdammt. Wir dürfen nichts aufs Spiel setzen. Ist doch unser Kind. Das kann aber vielleicht ein bisschen schwierig werden, deinem Vater beizubringen, dass wir zwei zusammen eine Firma aufmachen. Aber ich kann mich doch nicht ewig behandeln lassen wie den letzten Dreck. Schließlich will Mattes das auch nicht. Wenn wir beide uns selbstständig machen, dann kann es sein, dass du für deinen Mann noch weniger Zeit hast. Mattes hat in letzter Zeit meine Karriere sogar unterstützt. Du würdest dich wundern. Hier. Damit habe ich ihn erwischt. Das ist doch das Prospekt von unserer Kollektion. Mhm. Er wollte sich einarbeiten, um besser damit angeben zu können, was ich in Mailand mache. Schön. Naja, das war ja wohl dann auch umsonst. Evelyn? Ja? Ich hatte immer Angst, dass ich aus dem Krankenhaus komme und alles ist aus zwischen uns. Wieso sollte es? Ich habe einfach befürchtet, du würdest mit dem Unfall nicht fertig werden. Ja, weil ich bin doch so schnell gefahren, bloß weil Mattes eifersüchtig war. Wie du siehst, ist das jetzt überhaupt kein Thema mehr. Und bitte lass Mattes aus dem Spiel. Ja, aber dass du jetzt in der Sache mit Mailand zu mir hältst, und dass wir beide zusammen eine Firma aufmachen. Evelyn, das ist viel mehr, als ich erwartet hatte. Das hat alles nur mit meinem Stolz zu tun, Robert. Entschuldige bitte, ich muss mal telefonieren. Den Versandhausleiter gesprochen. Dann bitte die Rechtsabteilung. Danke. Das schmeckt auf jeden Fall besser als dein Mineralwasser. Prost! Prost!
Und üben Sie sich heute in Geduld. Wenn du mich derart verwöhnst. Du, da schlägt mein Kreislauf fast Kapriolen. Und jetzt, du, lass mich mal sehen. Was bist du, Stier? Fische, ja. Ergreifen Sie die Initiative erst dann, wenn Sie ganz sicher sein können, dass Sie alles gut vorbereitet haben. Auch für die Liebe gilt, nicht mit dem Kopf durch die Wand. Also, was ist so ein Blödsinn, diese Horoskope, findest du nicht? Was? Was die sich immer so ausdenken. Jetzt habe ich doch den Arzttermin vergessen. Was denn für einen Arzttermin? Habe ich dir das nicht erzählt? Nee, kein Wort. Nichts Besonderes, reine Routineuntersuchung. So. Bis später. Wie jetzt gleich? Ja, muss sein. Du bleibst ja noch da, ja? Ja, wenn du meinst. Und üben Sie sich heute in Geduld. Bitte was? An wen soll ich mich wenden? Und Sie sind sicher, dass die Unterschrift auf dem Vertrag... Das ist das Business, Evelyn. Du? Du hast die Verträge mit dem Versandhaus? Nur in Absprache mit deinem Vater. Warum? Und wie konntest du mir so derart dreist ins Gesicht lügen? Ich hätte dir noch alles erklärt. Erklärt? Ja, auch wir müssen die Verkaufszahlen pushen. Wir müssen Gewinn machen, wie alle anderen auch. Boah, was bin ich blind gewesen? Aber Evelyn, ich konnte dir das doch eben nicht erklären. Und weißt du, was wäre dann aus unseren Plänen geworden? Außerdem, man darf sich nicht immer gegen den Versandhandel sperren. Raus, Robert! Ich will, dass du verschwindest. Mach, dass du rauskommst! Evelyn, willst du dir das nicht noch mal gut überlegen? Da gibt es nichts zu überlegen. Mach, dass du verschwindest! Rudi, ja. Wie lange bin ich schon dein Arzt? Hm? Glaub mir, diesen Körper kenne ich in- und auswendig. Ja. Setz dich. Also, raus mit der Sprache. Was hast du auf dem Herzen? Du verstehst das vielleicht alles nicht richtig. Weil du noch nicht so alt bist wie ich. Korrigier mich, wenn ich falsch liege, aber... Bittest du mich vielleicht um ein Mittel gegen sexuelle Probleme? Aha. Im Grunde ja. Ja, bei dir tut sich nichts. Nein. Naja, vielleicht gibt es einen Anlass. Noch ist nichts passiert. Aber du weißt ja, wie das ist, wenn man frisch verliebt ist. Rudi, ich gratuliere dir. Ja, aber es ist alles anders als vorher. Man muss... vorbereitet sein, wenn es drauf ankommt. Ja, was erwartest du denn? Du leidest unter Diabetes. Gleichzeitig führst du ein Leben in Saus und Braus. Alkohol, fettes Essen, wenig Bewegung, das setzt deinem Körper natürlich zu. Ja, mag sein, wenn du gesund leben würdest, diszipliniert, dann kämen auch deine sexuellen Aktivitäten wieder in Gang. Was? Rudi, Medikamente. Helfen da gar nicht. Ach, das habe ich ja noch nie gehört. Ich habe schon einige solcher Fälle behandelt. Erfolgreich. Aber wie soll ich das denn machen? Gesund leben. Mach dir doch keine Sorgen. Das einzige Problem wird sein, dass du eine Diät einhalten musst. Aber wenn du es ernst meinst, dann habe ich da einen netten Menschen für dich, der dich in allem unterstützt. Fit macht für das, was wir uns wünschen. Evelyn! Was zerreißt du denn die ganze Prospekte? Hallo, Evelyn! Psst, psst. Was ist denn? Psst. Alle haben mich angelogen, alle! Ich weiß. Ich hab Wahlwort gegeben, ihr drauf. Psst. Ich will nie wieder was mit diesen Leuten zu tun haben. Nie wieder. Komm.
Solche Typen triffst du immer wieder. Da kannst du gar nichts machen. Ich hab es nicht nötig, mit denen auszuliefern. Nicht mehr weinen. Nicht mehr weinen. Komm her. Nee, das hast du wirklich nicht nötig. Beruflich nicht, aber privat sowieso nicht. Hallo, Uschi. Hallo. Ja? Ich wollte mal fragen, was es heute zu essen gibt. Ich hätte noch Reibekuchen. Ah, oh, Reibekuchen, klasse. Ist die schon oben? Didi. Weiß ich ja nicht. Na, wo der jetzt mal wieder rumtrott, der alte Schlingel. Ja. Guck mal, ich zeig dir mal, was mir gekocht hat. Oh ja. Das ist super. Hey. Schöne Farbe. Möchtest du das Wein? Oh ja, gerne. Eins auf die Schnelle. Auf die Schnelle, ja. Der ist ja auch klasse hier. Der steht Ihnen aber auch besonders gut. Das ist doch der aus dem Katalog, ne? Den wollten Sie doch sowieso haben, oder? Und ob? Ich weiß überhaupt nicht, was ich sagen soll. Dann nehmen Sie ihn einfach mit. Das kann ich doch nicht annehmen. So ein teurer Hut. Also, bitte. Echt? Na, danke. Wenn Sie mal was aus dem Bütchen haben wollen, ne? Sie können jederzeit vorbeikommen, wirklich. Ja, ja, das geht. Wenn Ihre Frau sich das doch noch mal anders überlegen. Sie will sich nicht anders überlegen. Ja, aber sie hat sich ja ziemlich plötzlich umentschieden, ne? Ja, aber eigentlich war die Entscheidung schon überfällig. Darf ich Ihnen helfen? Ja, aber es ist nicht jedermanns Sache, sich so plötzlich um die Family zu kümmern, ne? Das muss sein. Also, bis bald. Tschüss dann, ne? Ja, gut. Tja. Das wird sich rumsprechen. Man wird dich beglückwünschen. Dass du dich jetzt ganz dem Haushalt widmest. Das habe ich doch gar nicht. Nicht? Ich dachte. Ich habe mich für mich entschieden, Mathis. Dass ich dabei erstmal zu Hause bleibe, ist nur ein Nebeneffekt. Aha. Na? Alles in Ordnung? Dr. Riedel sagt, ich bin total in Form. Bruder, wird klingeln. Ja, bitte? Ich hoffe, ich störe nicht. Ich suche Herrn Krings. Herrn Krings? Ja, Herr Rudolf Krings. Der wohnt doch hier, oder? Ja, darf ich Sie fragen, wer Sie sind? Ach, er hat Ihnen noch gar nichts von mir erzählt. Na, das ist aber schnell gegangen. Rudolf, würdest du mir bitte erklären, was das bedeutet? Schwester Grazia, mein Name. Schön besser. Hallihallo, du bist ja schon da. Hi. Unten gibt's Reibe.